Willkommen zurück bei Brothers. Oh, ich hab vergessen, den Jam zu bewegen. Ja, es hat ganz komisch aufgehört, irgendwie vorhin. Und nichtsdestotrotz geht's jetzt hier weiter. Ist ja irgendwie immer noch in dieser Trollberghöhle von denen. Und so, was mit über den Rätsel. Das ist rätselhaftig hier. Was denn? Hä? Ich hab nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Mit Plätze tauschen? Jetzt, wie sieht's aus? Ah, okay, einfach hier ranhängen oder was? Da! Ach, da! Na, hier willst du nicht. Geht doch. Ist der kleine Winter immer noch? Okay. Können wir uns hier schön fallen lassen? So, die richtige Taste loslassen? Ups. Doch ganz schön viel Kraft hier, der Kleine. Ab da! Spitze hier mal nicht so rum. So, und hoch. Das war toll, wie die sich so gegenseitig helfen. Jetzt darf ich hier wieder kurbeln. Ah, okay. Bäh. Oh nein! Ey. Mach doch mal AI hier. Es ist ja wohl unglaublich, dass der nicht einfach automatisch weitergedreht hatte. Hab ich gedacht, das reicht. Nee, dann ist los. Kacke. Toll gemacht, AI. Kommen wir auf, hier so rumzuspinnen. So, hier kommt AI jetzt aber nicht rüber. Oder? Doch, klar kommt er da rüber. Hä? Ah, sehr schön. Also man muss ja eigentlich im Prinzip auch gar nicht viel nachdenken, das ergibt sich im Prinzip meistens von selbst. Ups. So, jetzt kann ich hier wieder weiterspringen. Oh, Nata, Nai. Toll gemacht, Ayu, du nur so langsam bist. Ja. Und da unten sieht man die ganze Zeit diese Bergtrommel. Na komm, schnapp dir das Teil einfach. Ich werde hier schon schön drehen, mach dir mal keinen Kopf. Der große Bruder ist wirklich so, dass er mehr herumkommandiert. Na gut, er trägt uns zwar durchs Wasser ab und zu mal, aber... da hört es auch schon wieder auf. So, was ist denn los hier? Jetzt schwingen wir hier den Dings hier, genau. Und dann rüber damit. Oh, er ist schwarz, er verschwindet irgendwo nichts. Ja gut, also ja. Schon sind sie wieder zusammen. Ich finde das so geil, auch wie man die ganze Zeit im Hintergrund diese Bergtrolle da sieht. Ich nenne sie jetzt einfach Bergtrolle. Ja, riesige... wie die da einfach rüberjumpen, das ist unglaublich. Man hört schon kaum noch, wie sie arbeiten. Also vielleicht sind wir hier bald draußen. Ich hoffe es zumindest. An sich ist es ja nett und alles, aber es gefällt mir nicht ganz so, muss ich sagen. Na, warum hat der hier keine Lust? Die bleiben irgendwie losgelassen und schon... Das Wort. So ist es ja nicht, dass ich hier irgendwie zu blöd dafür bin, aber... Oh, schafft er das? Ich habe Angst, dass sie runterfallen und sterben könnten. Weil wenn sie da nicht sterben, dann ist es echt ganz schön komisch. Okay, hier haben wir eine Bank. Setzen wir uns mal eben hin. Vielleicht beide? Nee, nur einer.
vielleicht mal. Ja, da sieht man nämlich schön, wie sie auf irgendwelchen Steinen rumhämmern und hier die ganzen Apparaturen machen. Die könnten auch einfach mal die ganzen Treppen hier reparieren. Da müssten wir uns jetzt hier nicht so irgendwelchen komischen... Ne? Tauscht mal bitte lieber. Und tap. Das ist Wahnsinn, was die hier leisten. So zwei kleine Jungs, die nur für ihren Papa eigentlich... Oh, ich bin gestorben. Okay. Ja gut, das ist jetzt nicht allzu dramatisch, wenn man direkt unten wieder anfängt. Okay, dann okay, müssen wir jetzt hier klein hier. Ah, Mann! Das ist doch unglaublich hier. Oder muss ich jetzt mal in die andere Richtung? Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal... Oder vielleicht lasse ich lieber den Großen vorgehen. Tauscht mal bitte. So, jetzt muss nur mein Gehirn damit klarkommen. So. Okay. Nee! Okay, mit dem Großmütchen mal drüber. Jetzt ganz in Ruhe den Kleinen hinterher da. Ich hoffe, der schafft das nicht, dass wir uns da irgendwie ranhängen müssen und dann muss der erst noch hinterherkommen oder sowas. Aber der sollte es ja eigentlich schaffen. Nicht schon wieder. Oh Mann, ich habe ein Problem mit dem kleinen Jungen. Okay, dann machen wir erstmal den kleinen. Das ist ja unglaublich. Okay, huch. Na gut, ich werde versuchen, den hinterher zu hängen, aber... Nicht schon wieder, das war ja jetzt der vorletzte oder so. Tut mir den Finger weh, das ist unglaublich hier. Ich hab's den kleinen Jungen übergekriegt. Juhu! Oh Gott, das ist ja echt hier. Und jetzt noch den Großen. Jetzt stürzt der ab. Ich sehe es schon kommen. Ich werde es nie rüberschaffen. Aber im Prinzip ist es ganz einfach, wenn du loslässt und dann wieder ran. Oh, jetzt fällt alles auseinander hier. Das ist unglaublich. Gut, einfach weiter hier. Zum Glück gespeichert. Nu? Ah, okay. Hui. Was machen wir eigentlich? Fahren wir im Kreis oder was? Ah, okay. Lalalala, bloß schnell weiter hier. Los. Naiv. Wir sind gleich da, Naiv. Was ist das denn? Hier ist einer von... Ach, das ist eine Frau. Eine Frau Bergtroll. Können wir die befreien? Warum ist die überhaupt eingesperrt? Aber wenn sie uns hilft... Ah, das ist ein ganz böser. Der hat den Schlüssel. Ob ich den kleinen Jungen da hinschicken kann? Mit dem Großen warte ich mal hier lieber. Ah,
muss ganz vorsichtig gehen, dass ich nicht auf die Knochen trete, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, ich komme noch nicht lang. Okay, und wie komme ich über die Knochen? Ah. Weggekarrt. Kacke, aber die liegen da echt so mies rum. Die Großen kriege ich auch garantiert nicht dazu, irgendwie. Also ich muss ja garantiert da irgendwie ganz vorsichtig vorbei, aber ob ich jetzt... Aber es sieht rechts wie links kacke aus, also ich weiß nicht, was ich machen soll hier gerade. Außer nur irgendwie vorsichtig vorbeigehen, ja. Ah, geht doch. Unglaublich, wie schwer ich das schon mal machen hab. Hallo, schnell. Ich muss den festhalten, wa? Oh Gott. Oh ja, oh ja. Gut. Ich würde mir die Ehre überlassen hier. Ist ja kein Ding, kein Ding. Achso, vielleicht mal noch vorher dann. Sollen wir den Großen hier machen? Ich denke mal, der Kleine schafft das nicht. Genau, jetzt hilft ihr uns hier. Einen neuen Bergfreund gefunden. Trollfreundin. Ey, lass uns nicht zurück. Hey, Maro! Psst, ja. Oh, oh. Panik bricht aus. Ich weiß nicht, mit wem ich laufe. Scheiße. Wir müssen ihn irgendwie einsperren. Kann das sein? Geht das? Ah. Nein, er hat mich. Oh, oh. Oh, 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 also darauf habe ich jetzt nicht vorbereitet, dass es jetzt auf einmal so extrem kompliziert wird. Kacke hier. Okay, du hängst dich mal hier ran. Na los, komm mit hier. Los, la 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 la. Krieg's mich nicht, krieg's mich nicht. La 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 la. Hier bin ich, la 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 la. Stinkepuh, krieg's. Okay, lieber nicht. Ahahaha, verarscht. Jetzt kommt sie ja doch zurück. Ach, die hat eine Kette extra geholt. Naja, klar. Ich wusste ja, dass wir damit klarkommen. Oh, das war ja eine schöne Verarsche hier. Naja, wir machen ja schon. Ist ja gut. Huch, Kleine fehlt noch. Ja, jetzt. Ich hoffe, das bringt uns irgendwas, wenn wir ihr jetzt hier zur Flucht verhelfen. Wenn nicht, wäre auch ganz schön doof. Ah, das ist bestimmt die Frau von dem Dingstroll, den wir da. Der war ja so traurig, weil da standen ja zwei Betten hinten. Was machen wir jetzt? Hallo? Hallo? Wie sollen wir denn jetzt darüber kommen? Herrlich. Hm. Oh, der Bergtroll hat sich schon wieder befreit da hinten. Hat der die ganzen... Nee, doch nicht. Sah gerade so aus.
können doch da nicht einfach drüber springen. Ich guck mal rüber, großer Hügel. Hey, nein! So, ja, Verzeihung. Nee. Nee, ja, jetzt bin ich wieder aufgeschmissen. Was soll denn das? Wir müssen das Teil zurückholen und die zieht uns dann irgendwie rüber. Die ist ja jetzt nämlich weg. Ach so, nee, alles klar. Ich bin blöd wie Kacke manchmal hier. Die Antwort ist ja wohl zu einfach. Ich mich philosophiere, wie ich hier rüberkomme. Ey, das ist unglaublich. Räusper, räusper. Wo ist er denn hin? Nach der Wartezone. Vielen Dank. Aber hier scheint es auch nicht so gut zu gehen irgendwie. Jetzt die ganze Zeit den... Oh, da ist er. Und die hat irgendwie keine ekligen Pilze. Liebe ist so schön. Oh. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, lauf, 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 lauf. Bitte Wasser nicht tun? Ah, der geht jetzt nicht zu uns, oder? Nee. Sicherheit. Okay. Was passiert, wenn ich das hier mache? Okay, das geht nicht. Also muss ich jetzt mit dem Kleinen hier. Ich würde jetzt sagen, ich lenke den hier einfach ab irgendwie, dass er hierher rast. Ja, los, komm. Leider noch nicht auf. Na los, komm gleich hierher. Gut, der zieht schon durch. Der sieht mich dann nicht. Kommst du noch hierher? Komm. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Also überhaupt nicht. Ich bin so blöd. Oh Mann, oh. So gerade geschafft und dann alles so mal von vorne. Herrlich. Nee, das ist mir zu knapp. Na los, komm her hier. Komm klar. Ich hoffe, der hat schon... Blase hier, das ist unglaublich. Die hat auch wunderschön funktioniert noch. Fürs Erste. Wer weiß, wann er wiederkommt. Vielen Dank. Das war sehr schrecklich. Oh, jetzt sind sie wieder zusammen. So, habt ihr den Baum hier schon mal irgendwo gesehen? Wir müssen ja eigentlich noch weiter. Ja, ich würde sagen, einfach den Weg da lang. Bishomaru! Bishomaya! Was soll das jetzt sein sollte? Jojo, winke, winke. Und wir rennen weiter.
den Sonnenuntergang. Das ist schon wieder so romantisch. Ja. Oh nein. Ich sag auch nicht, dass es ihnen noch immer besser geht. Na gut, sieht nicht so aus. Das sabbert immer nur den Eimer. Und was hat er jetzt noch? Bleib liegen, es wird schon wohl alles gut. Zeit in einem anderen Ort. Oh mein Gott, Wölfe überall. Es war mir irgendwie klar, dass das jetzt kommt. Nein. Mach mal auf hier, wir haben nämlich ein Problem. Emma! Nimm die Oma schon. Oh, es ist so heiß für den ernsthaft. Komm fast woanders hin oder so. Hm, herrlich. Okay, jetzt dürfen wir sie überhaupt nicht zu weit voneinander entfernen. Oh. Ich dachte, der hat irgendwie Angst vor Feuer oder so. Ja, wenn ich damit rumfuchtel, wäre das eigentlich im Prinzip eigentlich ausgeht oder so. Okay, hier können wir nicht lang. Zurück hier. Oh mein Gott, die kommen jetzt von hinten. Ich kann einfach Büsche hier anbrennen und dann ist das ganze Ding hier dichter. Du. Ah, jetzt rennt er weg. Ich hoffe, das speichert mal inzwischen. Da hinten glühen schon wieder ein paar Augen. Mein Gott. Oh, ist das krank. Da haben sie ein paar hängt. Los, verzieh dich. Dass ich hier meinen Bruder noch abfackeln muss oder so. Oh, warum? Und vor allem hinten, dann im Hintergrund die ganze Zeit die Augen, die funkeln und hier oben, das ist so krank. Das ist schon genug, so zwei kleine Jungs im Dunkeln im Wald und dann mit den Wölfen hier. Oh nein. Los, hau ab. Ich habe einen Feuerstab. Man sieht jetzt ein bisschen schlecht. Ja, Baum im Weg. Aber hier hinten im Hintergrund sieht man schon wieder irgendwie Licht, irgendwie da hinten beim Wasser und wo wir jetzt demnächst hingehen, ankommen, wenn wir hier es durchschaffen. Ich weiß nicht, vielleicht war es die ganze Zeit hell oder ist heute jetzt wieder Tag? Ich habe nur ein paar Lämpchen, die brennen irgendwo. Los, weg mit dir. Ah, wie schön ein Friedhof. Yay, es ist schön hell beleuchtet.
Jo, weg mit dem Leuchtstab. So, hä? Verstehe ich gerade nicht ganz. Was macht der jetzt? Okay, gehen wir wieder. Obwohl, auf dem Friedhof geht es erst im nächsten Part weiter. Also verwirrt halt hier. Macht's gut.